Am 11.11. ist am Schillerplatz das alljährliche Feiern zum närrischen Auftakt. Was es bisher nur zu Corona 2021 gab, gibt es jetzt plötzlich wieder. Wer zur Fastnacht am Schillerplatz feiern möchte, muss sich online ein Ticket holen. Doch die Tickets waren bereits nach Stunden ausverkauft. Ich habe mich mal in Mainz umgehört, was die Närrischen über dieses Ticketsystem denken. Wie finden Sie das, dass das nur mit Tickets besucht werden kann? Finden Sie scheiße? Ja. Okay. Weil für Leute, die so hinwollen, statt spontan, bringt das eigentlich nichts mehr. Finde ich jetzt auch grundsätzlich nicht so tragisch. Aber es ist natürlich schade, weil man dann keine Getränke oder so für jüngere Leute wird es dann einfach teuer, ja, weil die ja nichts mit reinnehmen dürfen. Und es ist natürlich dann auch limitiert. Das heißt, ich glaube, es war ja nach 2 Tagen oder so schon ausverkauft. Ich weiß aus dem Bekanntenkreis, dass sich schon sehr viele beschwert haben, dass es schon keine mehr gibt oder sehr limitiert ist. Und gerade für Ältere ist es wohl schwierig. Bisschen blöd natürlich, weil irgendwann sind sie ausverkauft und wenn du keines bekommen hast, kommst du nicht rein. Ist halt blöd, aber klar, man kann halt ein bisschen auch den Zugang regulieren. Schade, weil man hatte ja praktisch gar nicht die Chance, selber an die Tickets ranzukommen. Man hat nur gehört, jetzt sind sie ausverkauft. Ich wusste gar nicht, dass sie so früh überhaupt schon im Verkauf stehen. Und finden Sie, dass die Karnevalszene in Mainz halt nachhaltig geschädigt ist? Ach was, geschädigt auf gar keinen Fall. Es ist limitiert, man muss sich frühzeitig kümmern und für Menschen, die jetzt online nicht so unterwegs sind, ist es halt einfach schwieriger. Für die Jüngeren sehe ich da gar kein Problem, weil die sind online alle unterwegs und wer eine Karte möchte, denke ich, kriegt auch eine. Ich glaube nicht, dass sie nachhaltig geschädigt werden kann. Also, und Scheiß, Mainz ist eine Fasnachtsstadt und da wird jedes Jahr Party gemacht, ob jetzt hier am Schillerplatz oder irgendwo anders. Ja, ich denke halt, dass viele Leute, die eigentlich standardmäßig hier sind, nicht gehen können, also nicht hierher kommen können und deswegen glaube ich schon, dass es einen Schaden bringen könnte, also langfristig gesehen, wenn es nicht wieder geändert wird. Ja, es können halt nicht so viele Leute kommen, weil und auch von außerhalb so spontanmäßig nicht. Da wir Fastnachter sind durch und durch in Mainz und so, wird das eigentlich trotzdem noch beibehalten bleiben. Glaubt ihr, dass es vielleicht positive Effekte daher rühren könnten aus dem Ticketsystem? Es ist leichter zu kontrollieren, wer hierher kommt. Gerade in so Zeiten, wo man sich Gedanken macht, ob was passieren könnte. Keine Ahnung, LKW in so eine Menschenmenge. Dass nicht zu viele Leute, die sich auf dem Platz dann tummeln und dann wird es dann irgendwann zu eng und keine Ahnung. Klar, am Schillerplatz gibt es viele Ausweichmöglichkeiten, aber es ist halt dann blöd, wenn alles gequetscht ist. Vielleicht weniger Stress und so, kontrollierteres Reinkommen bestimmt. Also ich finde es jetzt nicht so tragisch, aber positiv fällt mir dazu auch nichts ein.